herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Und ihr wisst ja, wir haben in unserem kleinen Junk Journal Team Lagen getauscht. Ich habe jetzt die Lage von Niki bekommen. Den Kanal findet ihr ja verlinkt in der Videobeschreibung. Ich freue mich über Likes, Kommentare und Abonnenten. Ihr wisst den Text. Muss ich jetzt nicht lange ausführen. Dann lasst uns mal direkt einsteigen. So, und wie das ausschaut, ich habe schon mal so ein bisschen reingelinst, hat mir die liebe Niki eine kleine Vintage-Lage gemacht. Die wird dann zusammen mit den anderen Lagen in ein schönes großes Cover einziehen. Was mir Evi gemacht hat, da freue ich mich schon riesig drauf, das dann einziehen zu lassen. So, jetzt steigen wir mal ein. Hier ist gleich direkt oben auf der Außenseite auf dem Cover ist hier schon was zum Aufklappen. Und da finde ich ein bisschen Bastelmaterial. Kann ich ja direkt hier drin weitermachen. Das lädt ja zum Weiter ausgestalten ein. Mal gucken. Gucken, was ich hier noch so finde. Oh ja, Peepmats mag ich ja sehr gerne. Und so Text. Ja, man kann ja immer Text gebrauchen, ne? So. Und Niki hat ein Händchen für Nähen. Das heißt, hier überall findet man so kleines Genähtes und kleines Eingeschobenes. Und ja, ich mag das ja persönlich auch echt gerne, wenn man da so ein bisschen rumgenäht ist. Mir fehlt da teilweise die Zeit, weil ich meine Nähmaschine wirklich freiräumen muss, um erstmal an meinen Nähkram zu kommen. Das ist ja ein bisschen anstrengend. Oh, Schmetterlinge. Wie sagt die Evi immer so schön, Schmetterlinge gehen immer, ne? Auch ein Tag mit kleinem Schreibzettelchen noch. Ein kleines Mini-Polaroid sozusagen. So, ich klappe mal das mal wieder zu. Achso, hier oben steckt ja auch noch was drin, ne? Ja. Ein kleines Einstecktaschen-Ensemble, sage ich mal. So, hier haben wir schön botanisch. Ja, also das ist ja auch was, das ist so ein Thema, was ich sehr gerne mag. Das ist einfach wirklich Botanik. Mit Verbindung mit Vintage und so, da kann man nie was falsch machen. Ne? So, hier auch Klappelemente, Schmetterlinge und schöne Text mit Fransen dran. Das ist aber nicht zum Ziehen, nee. Das ist nur so drunter geklebt, gesteckt. Nicht, dass ich hier irgendwas aufziehe, was sich dann hinterher kaputt macht. Das wollen wir ja nur auch nicht, ne? Oh ja, ein botanisches Pflänzchen. So ein bisschen wie der weiße Schimmel, oder? Wenn man sagt, ein botanisches Pflänzchen. Botanik ist Botanik. Ein paar Umschläge und irgendwie... Ah, das ist hier so ein... Ah, das ist zum Rausziehen. Da kann man das Motiv hier noch ändern. Oh, wie schön. Hier die Tabs, die dürfen auch nicht fehlen. Ja, das ist garantiert irgendwie Backpapier oder irgendwas, ne? Kann man auch das Motiv dahinter ändern, wenn man das Kärtchen rausnimmt und ein anderes reinschiebt. Das ist ja auch sehr süß. Achso, dann hat sie das für sich genäht und aufgeklebt, ja. Sehr spannend. Enjoy your retirement. Das dauert auch ein bisschen. Da bin ich nur weit von entfernt. Stempeln, Stenzeln darf nicht fehlen. Ja, das wirkt so ein bisschen wie, irgendwie passt das nicht zum Journal. Alles andere hat Erdfarben und ist so haptisch Vintage. Und dann kommt hier der Knaller mit dem Kringel. Interessant. Und ich glaube, das müsste türkisch oder irgendwas sein, was hier hinter ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Interessante Sprache kenne ich nicht. Hier ist eine Spring-Karte mit ja, verschiedenen Embellishments dran. Ja, die Corner-Tags oben, die sind auch mal sehr interessant. Meistens macht man sie ja irgendwie nach unten, neige ich auch zu, aber die mal nach oben zu machen, da muss man sich schon so ein bisschen am Riemen reißen, dass man das dann auch mal anders macht. Ne? Es ist ja nicht eingefahren, es ist ja hier nicht
sag mal, graue Suppe, immer das Gleiche. Das ist ja, Junk Journal ist ja sehr vielseitig. Genauso wie hier jetzt zum Beispiel hinten eine Landkarte und vorne einfach so ein schönes Designpapier mit, ja, botanischen Sachen. Ja, das ist eine schöne Vintage-Lage geworden. Sie fügt sich dann in die Reihe ein, die ich schon bekommen habe. Da werde ich, stimmt, genau, hier mit Signatur, das ist auch sehr schön, das vergesse ich gerne mal. Da werde ich auch schauen, dass ich jetzt die Lagen mal in das Cover reinpacke und die einsortiere. Ja, das mag ich ja gerne, wenn hier so ein bisschen Fäden und alles noch überall abstehen und hängen. Das gefällt mir gut. Ja, und hier einfach zusammengebunden, damit sich einfach jeder seine Lage dann selber in das Journal bauen kann. Sei es einnähen, sei es einhängen, sei es wie auch immer. Ja, das ist toll, das gefällt mir gut. Ich habe Fusseln auf dem Schreibtisch, warum auch immer. Und damit werde ich jetzt gleich weitermachen, diese Lage mit den anderen das Cover einziehen zu lassen. Da bin ich so gespannt. Ja, liebe Niki, ich danke dir für diese schöne Vintage-Lage. Und die Sonne hier, der Sonnenstempel oder Sonnensiegel besser gesagt, ist auch total schön. Ich liebe ja Sonne oder Sonnen und astronomische Zeichen und so. Ja, cool. Cool, das ist Lage Nummer 5, Leute. Dann habt ihr jetzt einen Eindruck davon, wie voll und wie dick das sein wird, das ganze Cover, wenn hier die fünfte Lage einzieht. Und da ist immer noch ein Plätzchen frei. Also mal gucken, ob dieses Plätzchen wirklich frei ist bei der Dicke, die wir jetzt erreicht haben. Darüber werde ich euch aber in einem anderen Video was zeigen. Nicht in diesem. In diesem ging es um genau diese Lage von Niki. Also Niki, vielen Dank und ja, an euch alle, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch und Kommentare und Co. Und bis demnächst in diesem Kino.